Einen wunderschönen guten Tag, liebe Androiden. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir machen jetzt hier weiter in diesem Lager. Whatever. Wir haben letztes Mal der gelöt bekommen. Und jetzt können wir das hier öffnen. Dieser Lötlampe. Ach so. Tasten bewegen. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Es ist eigentlich ein Schweißbrenner. Sowas kannst du aber auch echt nur öffnen, wenn du Zeit hast und nicht irgendwie verfolgt wirst von irgendwas. Okay. Ah, ist so ein Wartungsschacht. Now I got it. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal eine VR-Brille besitze, spiele ich dieses Spiel auf jeden Fall nochmal in VR. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das muss ein kompletter Albtraum sein, wenn du das hier in VR spielst. Holy fuck. Was kann ich denn hier neu verkabeln? Luftreinigung. Okay. Ja, wüsste gerade nicht warum. Lass es erstmal. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Ah, hier bin ich wieder. Der Plan ist es, hier. Ah, das war die Tür. Ah, ist klar. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zukunftsort, aber wir können auch für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Kein Mitleid. Okay. Etwas gehört. Und die Knarre zur Hand. Muss ja der richtige. Ist der richtige, ne? Ja. Jetzt einfach nur warten. Hoffentlich kommt niemand. Irgendetwas kommt hier jedoch. Notwehr, töten Sie 10 Menschen. Das war Selbstverteidigung. Ich werde sie zwar nicht töten müssen, aber besser sie als ich. So läuft's leider hier. Wie hat der Typ am Anfang gesagt, den wir kennengelernt haben? Es geht ums Überleben. Entweder er oder ich. Okay. Nächste Transitfahrt. Boy. Ich habe echt einen geilen Titel verpasst. Das Spiel ist so gut. Also für jeden Survival-Horror-Fan definitiv ein Muss. Und vor allem für Leute, die halt
das Alien-Franchise mögen oder ein gutes Spiel mit einer Alien-Lizenz spielen wollen, ist das definitiv ein Must-Have. Wundervoll. Da speichere ich doch mal direkt. Speichern geht jetzt zum Glück recht schnell. SSD sei Dank. So. Wo bin ich denn? Transitstation. Hätte vermutet, ich muss wahrscheinlich jetzt auch hier wieder irgendwo eine Treppe hoch oder so. Hier liegt da sonst nichts rum zum Einsammeln. Nicht, dass ich Platz hätte oder sowas an Items. Um Items mitzunehmen, meine ich. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits Ende. Waits Ende. Alles klar. Fuck the Marshals, ja, ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Warte, nimm mal mit. Beruhig dich, wir sind jetzt sicher. Wales hat einen Plan. Ein Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Kann noch einen Molotow-Cocktail herstellen. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ja, der Scanner dreht halt durch, weil hier Leute sind. Sind mir aber nicht feindlich gesinnt. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Yep, hab ich. Das ist der Arzt, den haben wir ja kennengelernt auf der Krankenstation. Wir werden noch zu den restlichen Überlebenden zusammengerottet. Wie geht's, Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Ja, auf jeden Fall gut, wenn wir die Isidora hier irgendwie hinbekommen, um hier rauszukommen, weil... Ich sag's mal gelinde gesagt, unsere Optionen sind relativ schlecht, von dieser Station wegzukommen. Verlaine reagiert nicht auf den Funkspruch und sie hat ja gesagt, sie kann die Torrents nur 24 Stunden irgendwie... in der Umlaufbahn halten, glaube ich, oder so. Marlow? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Funkcheck. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie mal auch. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück. Ach was, jetzt erleben wir das, was passiert ist, oder was? Ist ja geil. Und dass das nicht nur so ist, ja, er erzählt, was passiert ist, sondern wir erleben das. Wahrscheinlich dann auch aus seiner Perspektive. Bis er dann halt in der Zelle gelandet ist. Oh Gott, sind wir auf dem Planeten, oder was? Auf LV 1702, oder wie der heißt?
Scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Leertaste. Also. Forster, Meeks, haltet eure Augen offen. Die Richtungsnadel zeigt auf ihr Ziel. Ich glaube auch, dass wir nicht so viele Optionen haben, hier irgendwo lang zu laufen. Hier drüben wird das Signal stärker. Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Aber auch diese Perspektive aus diesem Raumanzug heraus, das ist alles so geil gemacht. Wie gesagt, es erinnert sehr stark an den ersten Alien-Film, beziehungsweise den zweiten, so vom Retro-Feeling her. Die Geräte, die Sounds, die Anzüge, alles, so das Optische halt, das Visuelle. So gut eingefangen. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn die nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Aber auch diese Stimmung hier ist so super unbehaglich. Hier weht ein richtig heftiger Sturm. Es ist alles karg und tot. Oh, Scheiße. Okay, okay. Alles gut. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Ich kann auch leider mich nicht schneller bewegen. Ich habe nur eine Laufgeschwindigkeit gerade. Deswegen müssen wir leider so dieser Laufgeschwindigkeit vorlieb nehmen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten. Ich jag das Ding in die Luft. Alles klar. Zurücktreten. Okay, und jetzt? War der rechte Maustaste? Zünd ich das Ding denn? Ah, jetzt. Machen Sie das ja nicht nochmal. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Und mal wieder müssen wir hochklettern.
Den anderen jetzt auch noch irgendwie hochhelfen, oder? Ah, oh, da ist das Schiff. Oh, das ist das Schiff, das man auch im ersten Alien-Film sieht. Bitten Sie den Ursprung des Signals. Haben wir jetzt eine Cutscene einfach gehabt, damit wir hier näher am Schiff sind? Mann, bewegt euch doch mal. Das ist ja voll das Schneckentempo, in dem man hier vorankommt. Es ist halt super atmosphärisch, keine Frage, aber so die Laufgeschwindigkeit der NPCs hier. Damn. Ah. Hier ist der Eingang. Betreten Sie das Wrack. Ja, wir erleben jetzt quasi, also zumindest so vom Gefühl her für mich, ist es die Ereignisse aus Alien 1. Wo sie halt auch auf dem Planeten landen und in das Wrack steigen und da die Eier finden. Und da wird ja einer von ihnen von dem Facehugger angegriffen und dann nimmt des Grauen seinen Lauf. Da haben sie später mit dem Xenomorph zu tun. Der nur eigentlich effektiv im Film eine Screentime von 4 Minuten hat. Mehr sieht man den nicht. Denn die Prämisse eines guten Horrorfilms lautet: Das, was du nicht siehst, ist schrecklicher als das, was du siehst. Da der Xenomorph einfach ein intelligenter Jäger ist, weiß er sich natürlich auch zu verstecken und anzugreifen, wenn sich ihm die Chance bietet. Deswegen fand ich es später in den Filmen halt auch so ein bisschen schade, dass das, naja, die Aliens so ein bisschen zu Kanonenfutter verkommen sind und dass dann ja so Hybridisierung passiert ist mit Alan Ripley-Klon und alles. Ja, so ein Alien, die Wiedergeburt. Boah, ich weiß nicht, schwierig. Aber ich kann sogar Alien 3 was abgewinnen. Also, ich finde den gar nicht mal so schlecht. Kann ihn sich angucken. Ist jetzt nicht so wirklich gut wie jetzt Aliens. Machen Sie ja nichts kaputt. Aber ja. Boah, das mal selbst jetzt so zu sehen, ne? Das ist so geil. Hammer. Ich liebe es. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Er ist wie aus dem ersten Alien-Film. Das ist so geil. Komm wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Da auch die... Da. Der Boden. Also... Der von Säure zerfressen ist. Wo ist die Öffnung? Der Brust? Ah, man sieht so ein bisschen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Supergeil nachempfunden. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal. Dieses Geigerzählerartige Gerät zeigt halt nichts an. Ripley hat ja auch später gesagt, dass die Nachricht von Mutter falsch interpretiert wurde und dass es nicht nach einem Hilfesignal sich für sie anhört, sondern eher nach einer Warnung. Und das sollte es auch sein, nicht hierher zu kommen.
Kamen wir hierher oder ist das ein anderer Weg? Ich weiß es gerade gar nicht. Eine Karte? Natürlich nicht. Würden Sie das Wrack, finden Sie das Notsignal. Hier was? Nee. Oh, ich glaube, hier geht's wieder raus, ne? Okay, dann muss ich wieder zurück. Ja, um das Ganze abzukürzen, weil wir hier nur eine Laufgeschwindigkeit haben, hatte ich das hier kurz an dieser Stelle. Bis gleich. Okay, hier können wir hochklettern. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Das sieht gut aus. Ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Man hat im ersten Alien-Film ja niemals das Notsignal gesehen, oder was das überhaupt für ein Gerät ist. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Bin schon auf dem Weg. Kehren Sie zur Seilwinde zurück. Alles klar. Haben die jetzt das Loch im Boden gefunden, oder was? Ja, sieht so aus, als ob sie sich das jetzt angucken wollen. Ja, dann steigen wir mal runter, wie im ersten Alien-Film, würde ich sagen. Aber es ist halt so geil, das selbst jetzt zu erleben. Aus der Ich-Perspektive. Hammer. Oh ja, dieser Nostalgie-Fix, der gerade durch meine Venen pumpt. Das ist der Hammer. Ja, da sind die Eier. Die an. Auch mit diesem blauen Dunst, ne? Oh mein Gott. Weil ich habe, wenn ihr das jetzt hier seht, diese Folge, ich habe gestern erst Alien 1 nochmal nachgeschaut, weil ich mir Alien Romulus anschauen werde. Und ja.
muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt ihr was, das Sie gebrauchen könnten? Ja, lass mal hören. Aber es war eine sehr geile Sequenz. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Hammer. Ist das ein Flammenwerfer? Es ist der Flammenwerfer aus dem ersten Alien-Film. Ich werd's nicht mehr. Das ist ja so geil. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Ja, das haben Sie im ersten Alien-Film auch gesagt. Aber damit konnte man damit das Alien nicht töten, weil man es nicht töten kann. Also man kann es schon töten, aber man braucht sehr viel Munition. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Im Systec-Turm? Speichern, Gefahr ist nah. Okay, können wir noch mal ein bisschen Infos rauslesen. Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatsturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum SciMed-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Haftnotizen. Marlow, Henry, Verbrechen, ne? Status unbefristete Inhaftierung, Fälle 1. Tanaka, Mike, Verbrechen 342, Trunkenheit. Ausnüchterung in Zelle über Nacht mit Verwarnung entlassen. Zelle 3, Webster, Robert, Verbrechen 343, häuslicher Zwischenfall, Status entlassen wegen stationsweitem Sicherheitsverstoß. Audio ist nix, so wäre auch nicht. Okay, alles klar. Ja dann. Wo muss man lang? Runter wieder. Ah ja, okay. Okay, gucken wir uns nochmal zum Rest der Folge hier so ein bisschen um. Vielleicht ist hier noch was zum Mitnehmen eventuell. Mal sehen. Das sieht wie ein Verhörraum aus. Dass man auf der anderen Seite hockt in dem Fall. Das macht so ein kleiner Ausweis für ein Achievement wahrscheinlich. Aber auch die Bilder, die man sich da angucken kann, sind die Entwickler. Da kommt man jetzt die Hauptzentrale. Da wäre jetzt nichts drin. So, da liegt sie und erholt sich. Hoffentlich. Bert. So, da können wir uns noch was anhören. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Waits. Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort.
Okay, Bindemittel ist voll. War das hier Bindemittel? Ja. Dann nehmen wir noch Medikit auf jeden Fall. Gut. Alles klar, Freunde. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde angelangt. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Ja, die Sequenz eben, die wir gehabt haben auf LV Whatever, war schon ziemlich geil. Ich habe gerade so richtig harten Flashback gehabt zum ersten Alien-Film. Es war so cool. Und mal sehen, was wir auf der Sevastopol-Station hier noch erleben werden. Wir haben jetzt noch andere Leute kennengelernt. Die Lage spitzt sich ein bisschen zu und jetzt geht es darum, das Alien zu fangen. Warum sie es fangen wollen, nicht töten, hat wahrscheinlich den gleichen Grund wie im ersten Alien-Film. Wahrscheinlich wollen sie es untersuchen und ja, für Waffentechnologie oder anderweitige Dinge nutzen, ne? Also Profit ist hier das Zauberwort, aber mal sehen. Vielleicht schaffen wir es auch, das Alien irgendwie zu töten. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation.